Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingespül bei uns auf dem Kanal. Ja, ich schaff's nicht mehr ganz so regelmäßig Videos zu machen, weil wir echt rappelvoll sind. Die Woche war wieder phänomenal, also die letzte Woche Riesenprojekte gemacht und also echt Wahnsinn, also die letzte Woche hat es wirklich in sich gehabt. Die Woche ist auch schon wieder ziemlich voll. Aber wir haben zwei tolle Projekte drin und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Da möchte ich euch teilhaben lassen und die fangen wir jetzt gerade an. Bei einem sind wir mittendrin, beim anderen sind wir schon etwas weiter und da würde ich euch gerne mal so ein bisschen Details zeigen, wie der Aufwand so ist, was eigentlich alles dahinter steckt, was man alles beachten muss. Und wenn euch das alles interessiert, dann einfach dranbleiben und jetzt mit mir in die Werkstatt gehen. So, wir fangen jetzt bei dem hübschen Audio an. Ein voll integrierter Frangia F-Line, also ein wunderschönes Fahrzeug. Und wir gehen gleich mal rein und zeige euch das Fahrzeug mal ein bisschen von innen. Ihr kennt mich mittlerweile, ich stehe genau auf diesen Grundriss, Hecksitzgruppe, phänomenal. Finde ich richtig geil und bietet natürlich ein riesen Platzangebot. Also, wow, ich war geplättet, richtig schön. Natürlich darf der hier nicht fehlen, riesen Fancy da, alles hier. Ja, was machen wir bei dem Auto? Zum einen, ihr seht schon, dass ihr kein Dachfenster mehr seht. Das haben wir ausgebaut. Hier kommt ein Maxvan rein. Maxvan hat sich gut bewährt und immer wieder ganz stark durchgesetzt. Hat natürlich Riesenvorteile und ja, kühlt runter, ist autark zu betreiben auf 12 Volt. Also echt phänomenal. Und wenn wir den verbauen, ganz wichtig beim Maxvan verbauen, bitte immer so verbauen, damit man keine Kabel sieht. Ich weiß, dass einige Kollegen hier immer wieder so kurze Stückchen Kabel durchziehen lassen oder da einen Kabelkanal hinmachen oder was auch immer. Schaut fürchterlich aus. Wir machen sowas definitiv nicht. Entweder wir bohren hier durch die Isolierung, suchen uns einen Weg, ist natürlich wesentlich mehr Aufwand. Aber bei einem Neufahrzeug oder egal bei welchem Fahrzeug auch immer, einfach nur schöner. Hier in dem Fall haben wir es sogar toll. Hier haben wir Kabelkanäle schon vorgefertigt. Auch das funktioniert. Wenn die aber nicht sind, dann machen wir uns unseren eigenen Kabelkanal. Also so, dass wir auf alle Fälle immer entsprechend agieren können und keine Kabel dann obendrauf oder unten drunter sehen, sondern alles schön durchsichtig, schön dicht und dass das eben passt. Ja, was kriegt das Auto noch? Schauen wir gleich mal ins Werde-Badezimmer. Da sehen wir, dass die Toilette weg ist. Hier wird es ein bisschen komplizierter, weil das Fahrzeug kriegt eine Cinderella-Verbrennungstoilette. Das heißt, wir müssen hier wieder den ganzen Möbelbau abändern. Da lasse ich euch natürlich auf alle Fälle wieder teilhaben. Wir haben jetzt schon mal die Toilette rausgebaut, damit wir dann vorbereiten können. Wir müssen hier unten die ganze Unterkonstruktion ändern. Die Cinderella hat ja einen Kamin, der nach oben und nach unten auch, damit der Luftgerecht abgeführt werden muss. Also da ist jede Menge zu tun und da möchte ich euch natürlich auf alle Fälle mitnehmen, wie das dann wieder im Endprodukt ausschaut. Ich kann jetzt leider kein Licht mehr machen, weil ich habe hinten schon die ganze Elektrik zerlegt. Da man natürlich auch bei dem Fahrzeug jede Menge Elektrik neu machen. Und zwar kriegen wir eine 3000er Kombi sowie das Dach voller Solar. Wir gucken mal ganz kurz nach oben.
damit ihr das Dach mal seht. Das ist noch komplett jungfräulich, das Dach. Und hier werden wir 6, wenn nicht auch 7 Platten mit 130 Watt Peak drauf machen, damit hier richtig was runterkommt. Die knallen wir hier drauf. Also das ist ein richtig tolles Projekt, damit wir hier richtig Energie runterkriegen. Und jetzt zeige ich euch mal hier hinten die Heckgarage. Das ist alles ein wenig viel Aufwand wieder, weil ihr seht, der Kasten ist normalerweise davor gebaut. Hier ist ein Brett dran. Und hier durch die kleine Luke, wo ihr da seitlich seht, sind die Batterien durchgeschoben worden. Klar, geht natürlich in dem Fall, weil es nur 2 kleine AGM oder beziehungsweise Gel-Batterien waren mit je 100 Ampere-Stunden. Wir wollen aber hier jetzt richtig Power reinbauen. Wir bauen hier 2x 200 Ampere-Stunden Lithium rein. Somit mussten wir den ganzen Kasten zerlegen, damit wir da auch anständig hinkommen. Dann muss natürlich die Elektrik komplett neu gemacht werden, da wir ein Kombi reinbauen. Haben wir die Ladegeräte rausgebaut, der Ladebooster kommt noch raus, wird alles neu gemacht. Solar kommt drauf, also die Solarregler bauen wir rein, die Kombi wird reingebaut und alles komplett neu verkabelt. Und natürlich noch der WCS-Booster, also der kriegt echt volle Hütte. Und da passt natürlich richtig was rein. In das Fach müssen wir auch eine kleine Konstruktion machen, weil so passen die Batterien auch nicht rein. Da kommt dann unser Holzbau durch. Da müssen wir schön Böden bauen und eine solide Konstruktion, damit es dann auch wirklich super drin sitzt, fest, stabil ist und nicht mehr wackelt und alles bombensicher ist. Ja, ihr seht aber, was da für Aufwand dahinter steckt. Die ganzen Kabel rausziehen, die Ladegeräte rausbauen. Also ich habe hier schon mal die ganzen Sachen zurechtgelegt. Das haben wir alles schon rausgebaut, weil wir es einfach nicht mehr brauchen. Die ganzen Kabel müssen raus, Ladegeräte raus. Da kommt noch viel, viel mehr zusammen, dass wir dann Platz schaffen und alles komplett neu verkabeln. Dann muss der Kasten hier rausgemacht werden, die Steckdosen, also echt verrückt. Ziemlich viel Aufwand, aber ein tolles, tolles Projekt. Wir freuen uns drauf und wird uns richtig Spaß machen und ich freue mich schon aufs Endergebnis. Jo, jetzt schauen wir ab zum nächsten Fahrzeug. Ja, auch dieses Auto bekommt jede Menge an Energie. Denn auch hier bauen wir einen Wechselrichter, sprich eine Kombi ein. Jetzt muss ich gerade nachgucken. Ich glaube, das ist eine 2000er Kombi, was wir hier einbauen. Genau eine 2060. Auch hier haben wir Module drauf gemacht mit 130 Watt Peak. Hier kommen 2 Lithium-Akkus. Hier kommen alle möglichen Dinge rein. Eine Vibro-Alarmanlage kommt noch rein. Und natürlich noch eine C1 Klesana. Die haben wir allerdings schon verbaut. Die sitzt schon hier drin. Da ist sie. Einmal C1 Klesana. Die Schweißertoilette, die ist hier schon verbaut. Aber natürlich kriegen wir hier nur jede Menge andere Sachen. Bei dem Fahrzeug war es jetzt nicht ganz so einfach. Zum einen seht ihr, hier ist Struma drin, EBL drin, Sicherungsblock, alles voll. Zum nächsten, hier kommen die 2 Akkus rein unterm Sitz. Der Sitz, der Beifahrersitz, wäre zwar noch Platz, aber es ist da immer schlecht von der Situation her, da die Kombi drunter zu machen. Also haben wir uns einen neuen Platz gesucht, und zwar hier hinten. Da unten, da sitzt sie. Man muss nicht groß hinkommen, das passt eigentlich ganz gut. Da können wir die ganzen Kabel schön durchziehen. Dann müssen wir einmal durchs ganze Wohnmobil, ihr seht's, hier durch, durch den Boden durch. Und hier kommen dann die fetten Kabel wieder an. Und dann noch das Display verbauen. Also ihr seht, das ist schon echt alles ein mega Aufwand. Überall müssen wir ran, an jede Verteilung müssen wir ran, ob das hier ist, ob das hier ist. Die Steckdosen müssen raus, man muss alles ausschleifen, man muss an alles denken. Also es ist schon echt, ja, eine mega, mega große Arbeit. Also ich
Ja, der Aufwand ist hier schon echt immer gigantisch, was man hier veranstalten muss, um dass man dann entsprechend alles sauber verkabelt hat, sauber durch hat und an alles denkt. Also das hat schon wirklich immer in sich. Jetzt schauen wir noch mal kurz aufs Dach, weil die Platten sind ja auch schon drauf. Und da gucken wir gleich mal hoch miteinander. Das ist übrigens ein Weinsberg. Jetzt schauen wir mal, die Leiter steht noch da. Da gehen wir gleich mal hoch. So, wir haben eine Platte da drüben und hier haben wir gleich die zweite. Dann machen wir noch die Dachdurchführung und da möchte ich euch auch was zeigen, was für uns immer ganz wichtig ist. Wir setzen immer diesen Bobbel ein, das heißt, hier kommen dann die Kabel durch. Hier haben wir dann noch einmal einen Anlaufring, damit kein Kondenswasser durch kann, Warm-Kaltbrücke oder sonstiges. Was auch wichtig ist, wenn wir die Kabel dann da durchgezogen haben, dass wir dieses Loch dann auch nochmal extra abdichten. Und zwar geht es darum, dann entsteht nämlich da drin kein Kondenswasser, weil unten warm, oben kalt und dann würde hier natürlich Kondenswasser entstehen. Drum machen wir hier nochmal zu mit Degasil und somit kann dann keine Wärme mehr durch und es steht kein Kondenswasser mehr. Und dann ist das auch super, super safe. Ja, der Kabelkanal liegt auch schon, der muss nur noch fixiert werden, beziehungsweise ist schon fixiert. Dann muss nur noch die Kabel gelegt werden und schon ist die Solaranlage wieder fertig. Also, ihr seht, jede Menge zu tun. Das sind zwei Fahrzeuge. Morgen haben wir nochmal einen Tageskunden. Gestern hatten wir Tageskunden, vorgestern. Also, hier ist immer echt Action. Also, richtig, richtig was los. Und ich halte euch immer auf dem Laufenden, was die Technik betrifft und nehme euch natürlich immer mit. Ja, das war wieder die Kleinigkeit oder die Neuigkeiten aus unserer Werkstatt. Ihr seht, was da dahinter steckt an solchen Umbauten. Das sind wieder echt Megaprojekte, was wir da machen. Und ich bin richtig auf die Fertigstellung gespannt, wo ich euch natürlich wieder gern mitnehme. Und was ich euch auch noch mitteilen wollte, das nächste Video wird auf alle Fälle ein Video über die Thematik Wechselrichter mal in die Tiefe gehend. Für mich nämlich immer wieder eine interessante Frage, die an mich gestellt wird. Ja, Wechselrichter. Welchen brauche ich? Welche Größe? Für was nutze ich den? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem reinen Wechselrichter oder einer Kombi? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Sinusimitat oder einem wirklich reinen Sinuswechselrichter? Spielt es wirklich eine Rolle? Funktionieren die Geräte deswegen trotzdem oder nicht? Oder welche Geräte funktionieren denn mit welchem Wechselrichter ohne Probleme, dass es keine Schwierigkeiten gibt und die Geräte auch nicht kaputt gehen? Viele Fragen und ich habe das ganze Thema mal aufgearbeitet und darüber möchte ich euch ein nettes Video machen mit verschiedenen Fallbeispielen, damit man einfach mal so Grundverständnis kriegt, wie wir die Thematik Wechselrichter beraten und verstehen und wie wir das dann auch dementsprechend unseren Kunden dann antun. Ja, so, jetzt bedanke ich mich für euer Zuschauen. Ja, das nächste Video wird kommen, ich schätze grob in 4, 5 Tagen, da werde ich es ungefähr fertig haben. Bis dorthin danke ich euch fürs Zuschauen. Über ein Abo freue ich mich natürlich, genauso wie über einen Daumen nach oben. Und ich kann nur noch sagen, bleibt gesund und passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Also, ciao, ciao.